SNAPS ist eine einfache und zeitsparende Lehrmethode, die im klinischen Alltag einer Lehrarztpraxis jederzeit angewendet werden kann. Das Schema des Lehrgesprächs sieht wie folgt aus. Summarize. Fassen Sie die Anamnese und Befunde kurz zusammen. Narrow. Grenzen Sie die Differentialdiagnose auf 2 bis 3 Möglichkeiten ein. Analyze. Analysieren Sie die Differentialdiagnose, indem Sie die Möglichkeiten gegeneinander abwägen. Probe. Fragen Sie den Lehrarzt bei Unklarheiten, Schwierigkeiten oder um alternative Lösungsansätze. Plan. Stellen Sie einen Behandlungsplan für die medizinischen Probleme Ihres Patienten zusammen. Select. Suchen Sie sich fallbezogen eine Fragestellung heraus, der Sie sich im Selbststudium widmen. Der Lead bei dieser Methode liegt beim Studierenden. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie SNAPS praktisch umgesetzt wird. Hast du kurz Zeit? Ja, klar. Um was geht's? Also, die Mariella Straub, 32-jährige Primarlehrerin, verheiratet, kommt notfallmässig wegen rechtzeitiger Unterbauchschmerzen seit etwa 2 Tagen. Ja. Die Schmerzen sind stechend, immer vorhanden und verstärkt bei Bewegung und Belastung. Sie strahlt so ein bisschen den ganzen Bauch aus und sie hat eine begleitende Übelkeit. Sie fühlt sich fiebrig, hat es aber daheim nicht gemessen. Stuhlgang jetzt seit 2 Tagen keinen mehr. Und kein Erbrechen. Schwangerschaft hat sie schon mit einem Test selber ausgeschlossen. Mhm. Sonst etwas in der Anamnese? Die Systemanamnese ist unauffällig. Persönliche Anamnese hat sie eine operativ versorgte Beckenringfraktur nach einem Reitunfall im 2018. Mhm. Nimmt sie Medikamente? Keine. Gut. Hast du sie schon untersuchen? Ja, im Status ist sie allseits orientiert. Sie ist 1,75 groß, 64 kg schwer, Blutdruck von 122 auf 82 und eine Herzfrequenz von 89. Temperatur ist bei 37,4 und kardiopulmonaler Status ist unauffällig. Mhm. Im Abdomenstatus hat sie spärliche Darmgeräusche, schlankes Abdomen, leichte Abwehrspannung und starke Drucktoleranz im rechten Unterbauch. Zusätzlich hat sie noch den gekreuzten Loslassschmerz und die Nierenloge sind beidseits nicht klopftolent. Mhm. Haben Sie rektal auch untersucht? Ja, es ist eine schmerzhafte Palpation. Gut. Und was denkst du, was sie hat? Ich würde jetzt die akute Appendizitis primär sehen. Differentialdiagnostisch kommt noch die Adnexitis in Frage. Mhm. Gut. Noch andere Differentialdiagnosen, die für dich in Frage kommen? Vielleicht noch Gastroenteritis oder muskuloskeletale Schmerzen bei dieser Beckenringfraktur. Mhm, gut. Und was ist jetzt für dich von all diesen Differentialdiagnosen die wahrscheinlichste? Ja, also sie hat einen Peritonismus mit dieser Drucktoleranz am McBurney und Loslassschmerzen. Das spricht schon für akute Appendizitis, schließt aber die Adnexitis natürlich nicht aus. Bei der Gastroenteritis würde ich keine peritonitische Reizung erwarten und eher quatschende Darmschlingen im rechten Unterbauch. Beckenringfraktur ist schon lange her, sicher schon lange verheilt. Sie hat jetzt kein akutes Trauma oder irgendeine Fehlbelastung, darum vielleicht eher nicht. Könnte es vielleicht auch noch Divertikulitis sein? Ja, ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Gegenfrage, wo hat man vor allem Divertikel? Eher im Sigma. Ja, dann hätte sie eher im linken Unterbauch Schmerzen natürlich. Und mit 32 ist sie natürlich auch noch ein bisschen jung für Divertikulitis. Was ist mit der Adnexitis, die du vorhin noch erwähnt hast? Ja, das ist noch nicht ausgeschlossen. Genau. Also, was planst du jetzt? Ich würde zuerst ein Entzündungslabor machen und dann einen Ultraschall vom Unterbauch. Gut. Und was suchst du im Ultraschall? Ich würde für verdickte Appendix und freie Flüssigkeit im Abdomen achten und dann gerade noch die Adnexen und Uterus beurteilen. Da bin ich mir aber noch ein bisschen unsicher. Gut, also was machst du als nächsten Schritt? Ich würde den Artikel zur Adnexitis auf Ambos nachlesen. Das mache ich gerade, wenn sie im Labor ist. Sehr gut. Und dann rufst du mich, wenn du das Labor hast. Ist gut. Gut. Wir empfehlen Ihnen die SNAPS-Methode bei klinisch erfahrenen Medizinstudierenden im Kurs «Medizinische Grundversorgung in der Hausarztpraxis»
anzuwenden.